Hi und willkommen zu meinem Video. Ich möchte mit euch über etwas sehr Persönliches und sehr Privates reden. Aber ich finde irgendwie, ja, ich möchte darüber reden. Also, folgendes. Es ist jetzt ungefähr 2 Jahre her. Vielleicht auch ein bisschen länger. Es hat ungefähr angefangen als in dem Jahr, nachdem es das erste Mal wieder Feuerwerk war. Da habe ich es dann durchgezogen. Ja. Auf jeden Fall war es so. Vor ein paar Jahren habe ich irgendwo gelesen. Also, nein, ich fange die Geschichte jetzt komplett neu an. Ich erzähle euch jetzt was über meinen Körper. Also, ich war sehr jung, als bei mir meine Brüste angefangen haben zu wachsen. Also wirklich extrem jung. Ich war, glaube ich, so 11, 12 um den Dreh rum. Und als sie dann gewachsen sind, da habe ich diesen ja echt gesprießt. Da wusste ich anfangs gar nichts, was ich damit anfangen soll. Also, ich war völlig überfordert damit. Und dann war es so, dass ich irgendwann in die Schule, also irgendwann, als dann meine Klassenkameradinnen auch in dem Alter waren, wo die Brüste anfangen zu wachsen, waren meine aber schon sehr groß. Und eines Tages bin ich dann mit meiner besten Freundin und meiner Mutter zusammen, weil ich habe einfach anfangs, habe ich nie BH getragen, weil ich gedacht habe, ja, weil ich einfach nicht wusste, es war einfach so dieses, die sind jetzt halt da und da muss man nichts machen. Und dann bin ich mit meiner Mama und meiner damals besten Freundin irgendwann mal zusammen, sind wir zu einem Essen gegangen und dann hat die Kellnerin meiner Mama zugeflüstert, oh, ihre Tochter sollte schon ein BH tragen, bei so großen Brüsten und sowas. Und meine Mama hat mir das dann am Abend so erzählt und mir war das so peinlich und unangenehm und ich habe mich so geschämt für meinen Körper und alles, dass ich dann angefangen habe, zwanghaft BH zu tragen. Also anfangs war es dann wirklich so, dass ich den BH auch mit im Bett getragen habe und gar nicht ausziehen wollte, weil ich einfach so gedacht habe, die Dinger müssen sofort zugepackt werden, da darf gar nichts sich mehr bewegen. Ja. So kann man Komplexe bei anderen Leuten verursachen mit einem einzigen kleinen Kommentar. Ja, und dann habe ich das halt jahrelang, habe ich den halt immer getragen, habe das nie hinterfragt. Für mich war das halt unbequem, habe den dann aber irgendwann nicht, war es dann nicht mehr so, dass ich so krass getragen habe. Wenn ich dann zu Bett gegangen bin, hab ich dann doch mein BH ausgezogen und habe dann es alles frei wabbeln lassen, wenn man so will. Und ja, fand das eigentlich auch immer sehr angenehm. Dann kam ich in ein Alter, wo ich dann so 20 war, da habe ich dann, Gott, das ist auch schon wieder 10 Jahre her, da habe ich dann so eine Phase, da war es dann einfach so eine Zeit lang, wo ich so gedacht habe, eigentlich, ich habe ja echt BHs getragen, die ultra eng waren, ultra schützend, damit da sich wirklich, wie gesagt, nichts bewegt. Und ja, da habe ich die halt, wie gesagt, so getragen und waren es eigentlich so für mich dann auch eine Weile lang okay und habe halt nicht, habe also mein Ziel war immer so hoch wie möglich alles hochziehen und ja, und dann kam irgendwann, habe ich ein Video von einer anderen YouTuberin gesehen, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer es war, die gesagt hat, sie würde jetzt seit geraumer Zeit kein BH mehr tragen und ich weiß noch, dass ich damals für mich so gedacht habe, uiuiui, das ist aber schon, ich könnte es nicht. Ja, und dann habe ich dann vor so ungefähr 5 Jahren, da war ich so 25, habe ich dann mal einen Artikel gelesen, dass neuere Studien erwiesen hätten, dass BH-Tragen das Krebsrisiko erhöhen kann. Also das war einfach so ein Artikel, den ich irgendwo gefunden habe und gelesen habe und mir so gedacht habe. Dann habe ich mir auf jeden Fall mal, habe ich dann angefangen, zeitlang mein BH weniger zu tragen. Also in der Wohnung weniger zu tragen. Draußen hätte ich mich das nie getraut. Das gebe ich ehrlich zu. Ja, und dann
Wie gesagt, vor 2 Jahren hat ja diese Silvesterknallerei wieder angefangen. Und ich habe euch auch schon erzählt, dass es so war, dass ich ja öfters flach gelegen bin und gar nichts mehr gekonnt habe. Und da habe ich motorisch diese Dinger nicht mehr zubekommen vom BH. Also habe ich mir dann da so Bustiers gekauft, die aber alles eher locker haben. Nicht mehr dieses straffe, hochziehende, sondern alles einfach eher so ein bisschen lockerer, wabbeliger, wo die Brust etwas hängen durfte bei mir endlich mal. Und dann habe ich so gedacht, angenehm, angenehm. Und ja, und dann hat ja dann das Jahr begonnen, wo sie dann wirklich durchgehend ständig geknallt haben. Und dann war ich so, morgens, ich will eigentlich jetzt einfach bloß aufstehen und versuchen, so gut ich kann, diesen Tag zu überstehen. Da muss ich jetzt nicht auch noch ein BH anziehen. Und dann habe ich mein BH weggelassen. Also seitdem lasse ich den weg. Und ja, und es war dann sehr angenehm, sehr schön, sehr befreiend. Und ich muss zugeben, nach einem Jahr habe ich auch bemerkt, dass meine Brüste auf einem Modus waren, also die waren so straff wie zu der Zeit, wo ich den BH getragen habe. Also das, ob mit oder ohne, das Einzige ist, man sieht, dass sich nicht mehr bewegt. Und das war dann für mich wirklich so, wo ich dann so ein Wow-Erlebnis gehabt habe. Und ja. Und dann habe ich mich auf jeden Fall dafür entschieden, dass ich für mich meine perfekte Lösung für diese Situation ist. Ich trage mein BH nur noch in 3 Situationen. Wenn ich Sachen räume und viel hoch, runter, hoch, runter, weil ich dann einfach so diese Belastung von den Bändern nehmen will. Wenn ich rausgehe, also wenn ich vor die Tür gehe, weil ich da einfach nicht will, dass jeder hin zum Kunst dieses Wabbeln sieht, das ist mein Körper, meine Privatsphäre, da will ich nicht, dass jeder drauf starrt. Und wenn ich Videos drehe, also für euch, damit sich einfach nicht alles so, oder dass ich nicht die ganze Zeit abgelenkt bin von den Gedanken, wo hängt gerade meine Brust. Ja, aber sonst muss ich zugeben, trage ich inzwischen eigentlich, und sobald ich dann nach Hause komme oder sobald ich mit den Räumarbeiten fertig bin oder sobald ich auch mit dem Videodreh fertig bin, schmeiße ich diesen BH irgendwo in eine Ecke. Und ja, also es ist wirklich, und ich trage nicht mal mehr richtige, also ich trage inzwischen auch nicht mehr diese unglaublichen, pusht mich hoch oder, also ich Push-Ups habe ich eh nie getragen, aber ich habe halt BHs, die eher straffer waren, getragen. Ich trage jetzt auch sehr lockere, also so, ja, so. Ich will jetzt nicht einen Striptease machen, aber wartet mal, ich glaube, ich habe viel, oh nein, da müsste ich jetzt viel zu viel wühlen. Also so, ich trage jetzt eher so einfach nur ein Stoff-BH, der keine Bügel hat, kein nichts. Weil Bügel waren mir eh immer ein Graus. Vor allem, nachdem ich mal die Detektiv Conan-Folge gesehen habe, wo einen abgestochen hat mit ihrem Bügel-Draht. Da habe ich mir auch gedacht, na prast, Prost, Mahlzeit, wenn du den in die Seite kriegst. Ne, 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 ne. Das war das Ende für mich für BHs mit Bügeln. Das Einzige, wo ich die trage, tatsächlich ist, wenn ich irgendwie danach, wenn es Familienfeiern waren, da habe ich die immer dann getragen, damit es wirklich noch ein bisschen mehr Halt gibt und alles da oben sehr, also sehr elegant aussieht. Aber ich habe da mehr, mir, ich habe BH mehr getragen für da draußen, also für die Welt, als für mich oder entgegen meines Bedürfnisses. Und das muss ich zugeben, da bin ich jetzt in einem Alter, wo ich für mich sage, mache ich jetzt nicht mehr. Ich trage es jetzt einfach nur noch dann, wenn ich es für notwendig erachte. Und die andere Zeit, da lasse ich es jetzt ehrlich gesagt so, wie es ist. Und ich finde es angenehm. Ich muss sagen, ich finde es angenehm, ich finde es schön. Und ob jetzt deine Brust im wahrsten Sinne des Wortes am T-Shirt schrappt oder an einem BH schrappt, das macht kein Unterschied vom Gefühl her. Ja,
der einzige Unterschied ist, wenn es frei schrappt, dann ist es einfach luftiger. Viel luftiger. Ja, gut. Ja, die Geschichte. Ich habe vor kurzem über, hat meine Mom gesagt, ich sollte doch mal wieder ein bisschen mehr aus meinem Leben erzählen und nicht nur vom Zimmerprojekt. Und da habe ich so überlegt und habe überlegt und habe so gedacht, Mama hat eigentlich schon recht, aber was gibt es bei mir Neues? Und da habe ich mir so gedacht, oh ja, seit 2 Jahren trage ich kein BH mehr und das wäre eigentlich vielleicht was, was den einen oder anderen interessiert, vielleicht aber auch nicht. Gut, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon mal Erfahrungen damit gemacht habt oder nicht. Ihr könnt mir auch gerne andere Sachen in die Kommentare schreiben. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.greetoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.